Willkommen zurück zu Anstoß 3. Wir sind, wie ihr sehen könnt, bei der rot hervorgehobenen Mannschaft Greuther Fürth. Die haben wir hier ganz unten übernommen und haben uns mittlerweile in den Aufstiegskampf eingeklinkt. So ganz furios mit Siegen gegen Aalen und zuletzt ja auch gegen Kaiserslautern, haben dort 2:0 gewonnen auf dem Betzenberg. Ja, und das nächste Spiel ist dann gegen Dresden. So, wir müssen ihn einmal loben, dass wir die Motivation hier höher kriegen bei Sarara, denn er ist gerade sehr down. Russell Cairns freut sich über den Besuch. Vielleicht können wir ihn ja auch schon einsetzen. Sissoko wechselt nach Sunderland. Ziegler hat Muskelprobleme. Haitham Alissami kommt mit der Sprache einfach nicht zurecht. Am liebsten würde er zurück in sein Heimatland. Wir haben ja noch keine Möglichkeit hier, da wir unter der Saison gekommen sind, Dolmetscher einzustellen. Und Freiburg gewinnt 2:1 gegen Dortmund. Bielefeld gegen Hamburg, das heißt, das DFB-Pokalfinale lautet Arminia Bielefeld gegen den SC Freiburg. So, Vernon Anita, wäre noch vielleicht was fürs defensive Mittelfeld. Oh, er würde sogar gerne kommen, das freut mich. Ja, da haben wir nämlich unsere Probleme im defensiven Mittelfeld. Aber wenn ich hier schon sehe, was der verdienen will, ei, da läuft es mir aber kalt den Rücken runter. Das werden wir ihm nie bezahlen können. Da muss er uns schon ordentlich entgegenkommen. Aber so ein bisschen was müssen wir ihm halt bezahlen. Köln sieht das auch so. So, letztes Angebot. Oh, und wir kriegen ihn tatsächlich. Aber wir brauchen halt definitiv einen fürs defensive Mittelfeld. Den haben wir jetzt. Und ich würde sagen, damit ist schon fast Schluss mit Transfers. Ach ja, gegen Dynamo Dresden. Kennis kann tatsächlich wieder eingesetzt werden. Mittelfeld können wir jetzt tatsächlich wieder hier so setzen. Damit haben wir hier immer noch das Übergewicht, aber ne, hier sehen wir, geht's runter und dafür geht unser Sturm wieder hoch und das ist wichtig, um halt gegen die Abwehr bestehen zu können. Unsere Abwehr an sich ist halt einfach unglaublich stark. Das muss man auch mal so sehen. Bleckmann kommt wieder rein. Sollte eigentlich kein Problem werden gegen Dresden, aber so ist das dann halt häufig. Hier könnte man das sehr, sehr ausgeglichen machen. Jo, passt. Alles schön. Machen wir doch mal direkt hier. Fangen wir doch mal direkt an. So wollte ich es euch sagen. Und der erste Angriff hier in der dritten Minute gleich über Schul, der den Ball aber weit übers Tor schießt. Jetzt kommen die Gäste über Hilsner. Krasse schaut. Hilsner nimmt den Ball mit. Sieht sich Bleckmann gegenüber, verliert den folgenden Zweikampf. Und wir sehen hier 5.800 Zuschauer, das ist für unsere Verhältnisse schon richtig gut. Im letzten Heimspiel waren es nur 4.000, noch was, also nochmal so 1.000 mehr. Das bringt natürlich auch mehr Geld in die Kassen, das wir dringend gebrauchen können. Seitholz hier Beste und da ist das 1:0, sein 6. Saisontreffer in der 17. Minute. Ja, und damit haben wir jetzt Tabellenführer in der Blitztabelle. Kira stoppt den Ball, legt ihn nach rechts ab, Bleckmann tanzt Stefaniak einfach aus und zieht vorbei, nimmt den Ball mit, wird von Hilsner sofort gestoppt. Und wir bekommen einen indirekten Freistoß aus 19 Metern. Nacho Fernandes legt kurz ab, Schul flankt in den Strafraum. Oder auch nicht. Titi rettet uns. Verhindert hier den Rückstand und Russell Cairns. Gut, dass wir ihn eingesetzt haben, macht seinen dritten Saisontreffer nach Vorlage von Robert Schul. Testraut aber gleich mit dem Anschlusstreffer. Wir kassieren tatsächlich mal wieder ein Gegentor. Also Dresden lässt es spannend und eine Chance, ein Treffer, das ist immer bitter. Ich meine, das ist schon besser als gegen Aalen. Da hatten wir aus null Chancen gegen uns einen Gegentreffer. Aber gut, dann würde ich sagen, erhöhen wir tatsächlich den Einsatz ein bisschen. Der Rest hat ja gut funktioniert. Beste Tor, ja. So einfach geht's. So einfach ist das. Dann würde ich schon fast sagen, können wir den Einsatz auch wieder runterschrauben. Gelb für Modica wegen Linienrichterbeleidigung. Ah, ich habe den Stürmer schon wieder nicht auf jemand gesetzt. Gnarf. Ich sollte mir hier ein Post-it an den Monitor machen. Rechts und links sind ja eh Balken. Geht das schon. So.
und Wilson war auch gar nicht mal so gut. Dann freut sich halt Grimaldi über die Spielpraxis. Und ich würde auch Sarara gerne aufstellen. Und das für Blackman. Jawohl. Stefaniak stoppt den Ball, spielt ihn links in Richtung Mittellinie zurück. So heißt es. Kreuzer läuft gemächlich Richtung rechte Strafraumecke, schießt sofort und da ist das Tor. 3:2 Kreuzer. Das heißt, wir müssen wieder rein. Und schrauben den Einsatz jetzt ganz hoch. Und lassen ihn jetzt dort auch. Das ist heute ein bisschen schlecht hier, unser Gegentor. Es haben heute zu viele Gegentore kassiert und da ist der Ausgleich. Testrot macht den Ausgleich 3:3. Heidi Wei. 10 Minuten noch. Schaffen wir es noch, irgendwie das Spiel wieder in die richtige Richtung zu lenken? Es gibt noch Gelb für Russell Kennis. Und dann ist das Spiel vorbei. Wir spielen nur 3:3 unentschieden. Heute war einfach die Chancenauswertung der Gäste viel zu gut. Das darf nicht passieren. Schade. Damit bleiben wir auf Platz 4. Mit dem Sieg werden wir auf die Aufstiegsplätze gekommen. Denn Kaiserslautern, ja, hat so eine kleine Krise aktuell. 2:2 gegen Halle. Immerhin haben sie noch aufgeholt, nachdem sie 0:2 zurücklagen. Und 1860 auch nur unentschieden gespielt gegen Wolfsburg. Der Sieger des Spieltages hier Union Berlin mit dem 3:2 gegen St. Pauli. Und Hamburg hier 0:2 verloren. Schalke nur 2:2 gegen Illertissen. Die sind jetzt auch wieder richtig mittendrin. So, oha. Oh, jetzt kommen hier wieder Gewissensbisse. Eintracht Frankfurt möchte uns gerne haben. So, Eintracht Frankfurt möchte gerne, dass wir Trainer werden in der neuen Saison. Sie befinden sich derzeit auf Platz 6. Das wäre Europa League. Das Präsidium ist normal, also besser. Vom Stadion müssen wir, glaube ich, gar nicht reden. Fans sehr hoch, Finanzlage ist gesegnet. Und ab der nächsten Saison, das heißt, wir könnten jetzt mit Greuther Fürth einfach mal den Aufstieg schaffen und dann nächste Saison bei Eintracht Frankfurt die Euroleague angehen. Gucken wir nochmal den Spielerkader, aber es sind gerade viele Gründe, die ich aufgezählt habe, die gerade irgendwie dafür sprechen. Ja, der Kader ist so lala. Obwohl, das ist eigentlich, ne? So lala ist er eigentlich gar nicht, der ist ziemlich gut eigentlich. Wir wissen ja hier, Fabian wird gehen zur neuen Saison. Das heißt, im offensiven Mittelfeld bräuchte man hier auf jeden Fall noch Verstärkung. Das wäre auf jeden Fall etwas, um was man sich kümmern müsste. Und Sturm ist super. Oder braucht man dann offensives Mittelfeld? Ja, doch, offensiver Mittelfeldspieler kann man ja auch rein, hinten reinziehen. Das passt schon. Da bräuchte man auf jeden Fall was. Und Rechtsverteidigung ist überhaupt nicht vorhanden. Oder man sagt, man macht halt eine Dreierkette mit Libero, wenn es denn sowas mittlerweile schon gibt. Wäre auch eine Alternative, dann könnte man sich hier von Johnson und Givci verabschieden. Givci und Johnson, ja, mal gucken. Müsste man dann halt mal sehen, wenn man da ist. Aber ein Ersatztorhüter wäre nicht schlecht. Ja, wir verhandeln mal. Oha, wenn sogar noch Klassenerhalt gehen, das würde sich dann eh ändern. Den brauchen wir, glaube ich, eh nicht. Ich mache dann das mal so. So, und was wollen wir jetzt noch haben? Aufstieg bei Angebot könnte man machen. Oder man sagt, wir wollen ein bisschen mehr Geld kassieren. Dann könnte man die Punktprämie, denke ich, ist ganz sinnvoll, wenn man Geld haben möchte, die zu erhöhen, weil man ja davon ausgeht, viele Punkte zu holen. Wir werden mal versuchen, den noch wieder mit reinzukriegen. Das kriegen wir auch. Nee, das wollte ich auch gar nicht. Ich hatte eben gesagt, Punktprämie. Dann kriegen wir halt mehr Geld pro Punkt, den wir erreichen. Und dann würde ich sagen, mache ich das aus den vorhin genannten Gründen. Wir gehen zur Eintracht Frankfurt. Dann sind wir zurück in Liga 1. Und dann bleiben wir da hoffentlich auch erstmal wirklich die 2 Jahre. Es wäre natürlich jetzt spannend gewesen, das mit Fürth aufzubauen. Aber die Finanzlage ist halt doch sehr prekär. Und man müsste einiges an der Mannschaft verändern, um in der ersten Liga zu bestehen. So, jetzt können wir noch 2 Spieler aussuchen und deswegen hatte ich eben auch geguckt, was man gebrauchen könnte. Ein Ersatztorhüter, hatte ich gesagt, und einen offensiven Mittelfeldspieler. Hier steht zwar Ersatz, maximal investierbarer Bereich,
Betrag 76,82 Millionen. Man sollte jetzt hier aber dann trotzdem nicht jetzt hier unbedingt Guerrero und Götze sich holen. Ich glaube, das ist nicht so die gute Idee. Obwohl. Oh ne, der ist 20 Wochen verletzt. Das können wir vergessen. Ich gucke dann hier trotzdem eben nochmal so ein bisschen nach Leuten, die ablösefrei sind oder eine fixe Ablösesumme kosten, weil die Zkau holen den halt wirklich immer um jeden Preis. Also wirklich jeden Preis. Oh, Possel hier, 24 Millionen würden sie vielleicht für 50 kriegen. Das wäre schon ein Knaller, ne? Possel wäre schon ein Knaller, dann hätten wir mal einen richtig teuren Spieler bei uns. Also leisten könnte man ihn, wenn man jetzt so maximal investierbaren Betrag ausgeht. Ich weiß halt nur wirklich nicht, wie viel sie dann tatsächlich für den hinblättern müssen. Aber ich denke mal, unter 50 Millionen geht da nichts. Ich sehe schon, das wird jetzt hier die restliche Folge dauern. Aber da müsst ihr durch. Teigel. Hätte man zumindest etwas Solides, naja. Schalke mal jemanden aus der zweiten Liga erlösen, zum Beispiel Meier. Aber guck, der ist sogar mehr wert. Der ist sogar mehr wert als der von Bayern München? Okay. Oder was würde hier so ein Halilovic kosten? Etwas weniger. Es wird jetzt doch, Moment, Halilovic, der ist Schönwetterspieler, kostet 21 Millionen und der von Bayern München 25. Das ist jetzt nicht wesentlich viel mehr, ist halt Geldgeier, das ist ein bisschen schade. Schiri-Liebling, noch 2 Jahre Vertrag. Wisst ihr was, den hätten wir gerne. Junges deutsches Talent, das ist eine gute Sache. Und dann brauchen wir noch einen Torwart, den wir auf die Bank setzen können. Schade, dass man jetzt halt hier nicht suchen kann, deswegen muss ich jetzt hier so einzelne Vereine mal abgehen. Wolfsburg hat da jetzt aber auch nicht. Man könnte natürlich auf einen neuen Torwart setzen, aber das ist ja eigentlich Blödsinn, denn ich glaube, der da war, war gar nicht so schlecht. Wieso gucke ich jetzt eigentlich Wahlen? Das ist eigentlich auch nicht so ganz richtig. Stuttgart, unser Ex-Club. Gabriel, der war ja auch mehr so, nicht so die große Wahl. Bolten könnte man vielleicht dann nochmal holen. Da hat man zumindest das auch Geldgeier. Bolten hätte, wissen wir ja, dass wir einen guten Ersatzkeeper haben. Ach komm, dann holen wir uns noch Bolten. Dann haben wir hier im offensiven Mittelfeld nochmal einen guten und im Torwart nochmal einen entsprechenden Ersatztorhüter. Und dann machen wir das so. Nächste Saison also Eintracht Frankfurt. Aber wir wollen natürlich mit Fürth aufsteigen. Wir wollen ja gegen Fürth spielen nächste Saison. 9 Spiele sind es noch. Und Eintracht Frankfurt, die sind auch gerade erst aufgestiegen, aber die werden nicht absteigen. Und mit Glück sind sie international dabei in der nächsten Saison, wenn ich mir das so angucke. Könnte es vielleicht doch knapp werden. Es ist halt schade auch, dass man das nicht sich angucken kann, wenn man das Angebot bekommt. Aber das ist schon eine interessante Aufgabe. Achso, wie geht's eigentlich in Stuttgart? Da habe ich ihm gar nicht drauf geachtet. Das wäre auch nochmal interessant zu wissen. Wir sind derzeit auf Platz 11. Also von oben mit Spielen weit entfernt. Ich werde mal kein nervöses Präsidium. Ich glaube, das ist die Premiere hier in diesem Spielstand. So, Maxwell Okikpo hat sich eine Knöchelprellung zugezogen. Und Champions League, Anderlecht gegen AC Mailand, SSC Neapel gegen Barcelona und Euroleague, Atletico Madrid gegen Manchester United und Roter Stern Belgrad gegen Benfica Lissabon. Alle deutschen Mannschaften sind damit raus. Keine Titelverteidigung für Hoffenheim. Ja, Augsburg wird auch interessant. Natürlich Kickbo nochmal mit rein, auch wenn es uns jetzt persönlich natürlich nicht weiterbringt. Sehr ausgeglichen. Wir sind im Mittelfeld besser. Perfekt. Sturm passt. Ja, Abwehr sowieso. Den hatten
haben sonst immer so ein bisschen vorgezogen gehabt. Aber das bringt uns eigentlich egal. Okay. Ja, auch da sind sie ganz gut aufgestellt. Das ist dann also so ganz gut. Ja, und Augsburg sind ja derzeit auf Platz 6. Die wollen, könnten jetzt mit dem Sieg natürlich auch wieder einigermaßen rankommen. Wir können sie mit einem Sieg wiederum weit weghalten. Und es geht gleich los in der ersten Minute mit einem Freistoß für den FC Augsburg. Aber Trippic kann klären. Schul macht das 1:0. Sehr schön, wir sind damit auf Platz 2. Fürth wäre der Zeit also auf einem Aufstiegsplatz. Schul nimmt den Ball mit, spielt sofort steil in den Strafraum. Kein Abseits, aber der Linienrichter hebt dann trotzdem die Fahne. Torentfernung aus 19 Metern. Schul läuft an, spielt steil an der Mauer vorbei zum außenlauernden Blackman. Der hat viel Platz, aber die Flanke kann er trotzdem nicht vernünftig schlagen. Abzeit. Wir führen mit 1:0 in einem bisher semi-interessanten Spiel. Schul hat das Tor gemacht. Achso, dann müssten wir jetzt den Einsatz wieder mal ein bisschen erhöhen und dann mal gucken, dass wir das so weitermachen, dass wir einfach hinten nicht zulassen und das 2:0 machen. Wie jetzt Zlatko Trippic, sein 5. Saisontreffer nach Vorarbeit von Thilo Kehrer. Jetzt habe ich eigentlich gewechselt. Bringen wir Okikpo wieder rein und weiß ich nicht, Sarara wieder rein. G kommt an den Ball, startet Richtung Tor. Titi versucht ihn einzuholen. Gerätscht ihm den Ball von Fuß und die Chance ist vertan. Dottovic, deutlicher Tor vorbei. Und das war's. Wir gewinnen mit 2:0 gegen den FC Augsburg, die damit ihre Aufstiegsträume erstmal begraben können. War nicht so ganz. Wir machen ein bisschen schneller. Und dann sind wir jetzt tatsächlich zum ersten Mal auf einem Aufstiegsplatz. Wir verbessern uns auf Platz 3, überholen den ersten FC Kaiserslautern, den wir gegen Aalen verloren. Kaiserslautern war hier unangefochtener Tabellenführer. Die hatten, glaube ich, 6 Punkte Vorsprung auf Platz 2. Ja, nun sind sie nur noch 5. So schnell kann es gehen. Hamburg schafft tatsächlich einen Befreiungsschlag. 4:1 gegen Aue. Konnten damit an Illertissen und Halle wieder vorbeiziehen. Und auch Schalke. Die haben gegen Wolfsburg verloren. Bleiben damit drin. Es bleibt spannend. Unten wie oben. Also eine richtig gute Zweitligasaison. Migiri geht nach Ungarn. Vielleicht haben wir dann ja auch wieder die Chance. Seguin, das wäre natürlich gut, aber Geldgeier, Egoist, Leichtfuß, nein, das braucht Fürth definitiv nicht. Ich weiß nicht, wenn wir sowas Tolles sehen, können wir es den Fürthern ja ruhig mal gönnen. Und unser nächster Gegner ist Schalke. Wir müssen dann aber eben noch sprechen. Oh Gott. Mit Sarara, der ist ja völlig im Eimer. Was war denn mit dem? Hatte der denn für ein Ereignis? Welche Werte sind denn schlecht? Das passt. Trainer. Hey. Na gut. Okay. Dann würde ich sagen, beende ich die Folge an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bin mal gespannt, was ihr zu Eintracht Frankfurt sagt dann zur neuen Saison. Dass wir dorthin gehen. Bleiben zum Glück auf Platz 6. Aber international wäre ja auch mal nett, ne? Also ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das dann bei den Frankfurtern wird. Wie viel sie jetzt letztendlich für den Spieler von Bayern München ausgeben, für das junge Talent. Den wir dann natürlich davon überzeugen können, dass es für ihn viel besser ist, sich bei Eintracht Frankfurt in einem Stammplatz zu sichern, als hier bei Bayern München bei dem großen Star-Aufgebot diesen elendigen Konkurrenzkampf zu haben und dann vermutlich auf der Bank zu versauern. Mal gucken, wie das dann wird. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.